Alles, was ich mir im Leben erworben habe, alles, wofür ich hart arbeiten musste, all das wird mir nun auf grausame Weise entrissen. Dr. Alice Howland, gespielt von Julianne Moore, ist eine anerkannte Linguistikprofessorin und Mutter dreier erwachsener Kinder. Als ihr Gedächtnis nachlässt, stellt ein Facharzt fest, dass sie an einer seltenen vererbbaren Form von Alzheimer leidet, die bereits in jüngeren Jahren auftritt. Ich bin ein Mensch, der mit früh einsetzendem Alzheimer lebt. Wie Sie sich vorstellen können, oder wie Sie selber wissen, ist das die Hölle. Aber es wird noch schlimmer. It's a disease. Durch die Krankheit wird Alice' Leben komplett umgekrempelt. Auch ihr Mann, ihr Sohn sowie die beiden Töchter leiden darunter. Aber du hast noch keine Diagnose. Nein. Okay, also wenn du mich fragst, ist das alles lächerlich. Absoluter Blödsinn. Nochmal verdammt, warum nimmst du mich nicht ernst? Ich weiß, was ich fühle. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Es ist, als ob mein beschissenes Gehirn verrecken würde. Und alles, wofür ich mein gesamtes Leben gearbeitet habe, geht verloren. Es geht alles verloren. Insbesondere die Tochter Lydia kann von ihrer Berufung als Schauspielerin noch nicht ihren Lebensunterhalt bestreiten und wird daher von Alice immer wieder zu einem anständigen Studium gedrängt. Erst durch die Krankheit findet sie nun einen neuen, tieferen Zugang zu ihrer Mutter. Dass du kannst deine Lage nicht ausnutzen, nur damit ich alles tue, von dem warum du nicht hättest, dass ich kann tue? Ich das nicht? Weil es nicht fair ist. Na und? Ich muss nicht fair sein. Ich bin deine Mutter. Es ist Still Alice deutlich anzumerken, dass das Herzblut beider Regisseure in das Projekt eingeflossen ist und so entfaltet das Drama eine ungeheure emotionale Wucht. Diese starke Wirkung hängt in nicht geringerem Maße mit der großartigen Darstellung von Julianne Moore zusammen, die dafür auch mit dem Oscar ausgezeichnet wurde. Ich habe gute Tage und schlechte Tage. An meinen guten Tagen gehe ich, fast als normaler Mensch durch. Aber an meinen schlechten Tagen fühlt es sich an, als fände ich nicht mehr zu mir. Neben Julianne Moore zeigt auch Kristen kann sie nicht erreichen und weiß nicht mehr, wer ich bin und was ich als nächstes verliere. Was sie sehr darauf bedacht ist, als ernsthafte Schauspielerin akzeptiert zu werden. Und in Still Alice zeigt sie wohl ihre bislang überzeugendste Leistung. Jedenfalls porträtiert sie die anfängliche, über Jahre aufgebaute Distanz von Lydia zu ihrer Mutter mit der gleichen Eindringlichkeit und emotionalen Tiefe wie die spätere Annäherung. Ein toller Film über ein gesellschaftlich wichtiges Thema. Kein bleiernes Betroffenheitskino, sondern mitreißende Unterhaltung. Wer nimmt uns ernst, wenn der Mensch, der wir einst waren, sich immer weiter entfernt? Durch unser seltsames Verhalten, unser hilfloses Ringen um Worte werden wir anders wahrgenommen. Aber das alles sind nicht wir. Das ist unsere Krankheit. Doch bis auf Weiteres bin ich noch am Leben. Ich weiß, dass ich noch lebe. Also sage ich mir, lebe den Augenblick. Etwas anderes kann ich nicht tun.